Was zur Hölle tust du da? Airbrushen? Hey, ich bin René von Paintomancy und heute schauen wir uns das Thema Airbrush mal etwas genauer an und versuchen dabei Anfängerfehler zu vermeiden, damit ihr hoffentlich einen besseren Start in das ganze Thema habt als ich damals. Als ich damals mit dem Airbrushen angefangen habe, da gab es noch nicht so etwas wie Tutorials oder andere lehrreiche Dinge auf YouTube und ich musste mir alles selber beibringen. Und das hat eventuell dazu geführt, dass ich einige Sachen etwas unkonventioneller mache als andere Maler. Und kommt mir jetzt nicht irgendwie mit Kursen oder sonst irgendwas. Ich war 16 und ich war froh, dass ich überhaupt eine Airbrush besaß. Okay? Und letzten Endes, Hauptsache das Ergebnis stimmt, oder? Sollst du also mit dem Airbrushen anfangen wollen, müssen wir uns erstmal mit so ein bisschen den Dingen drumherum beschäftigen und können noch nicht direkt anfangen zu sprühen. Kurz gesagt, eine Airbrush ist ein Gerät, das Druckluft gemischt mit Farbe verschießt. Die gibt es in ganz vielen verschiedenen Varianten und Formen. Meiner Meinung nach ist die beste eine ganz normale Double Action mit einem Fließbecher. Double Action bedeutet, dass man zwei Möglichkeiten hat, die Farbe zu regulieren. Durch Herunterdrücken des Hebels, ich nenne es jetzt einfach mal Hebel, kann man die Menge der Luft bestimmen, die vorne rauskommt. Durch das Zurückziehen des Hebels bestimmt man die Menge an Farbe, die zusammen mit der Luft herauskommt. Deswegen Double Action. In den Fließbecher oben kommt einfach die Farbe rein und fertig. Die Schwerkraft macht da den Rest für uns. Wie das aber alles genau aufgebaut ist, das schauen wir uns später bei einem der nervigeren Schritte an. Kommen wir also jetzt zum Kompressor. Der ist praktisch das Herz unserer Airbrush. Der saugt Luft auf, damit wir die dann wieder durch unseren Schlauch in die Pistole bekommen. Technisch gesehen kann ich gar nicht so viel zum Kompressor sagen. Es ist halt der große schwarze magische Kasten und ich schalte den an und dann arbeitet der. Im Endeffekt tut es fast jeder Kompressor, die sind nur unterschiedlich laut und deswegen solltet ihr da eventuell ein wenig Rücksicht auf eure Nachbarn nehmen. Holt euch aber bitte definitiv einen Kompressor mit Tank. Ich hatte damals einen Kompressor ohne Tank und glaubt mir, das ist wirklich nicht schön. Also der kann die Luftstärke einfach nicht so gut regulieren, weil der keine Luft speichert. Das heißt, ihr habt mal so Druck und der läuft einfach die ganze Zeit durch und irgendwann geht einem das tierisch auf die Nerven. Und deshalb spart bitte nicht an der falschen Stelle. Als nächstes kommt natürlich die Frage, was für eine Airbrush nehme ich jetzt überhaupt? Und viele sagen dann erstmal, ja, hey, hol dir auf jeden Fall so eine 20 € Amazon Airbrush und die kannst du erstmal einsauen und wenn die kaputt geht, ist auch nicht schlimm, weil die war nicht teuer. Aber mach das bitte nicht. Ich habe damit angefangen und das hat einfach nur zu absoluter Frustration geführt, weil das ist einfach kein gutes Gerät. Und ganz ehrlich, unsere Figuren sind auch verdammt teuer. Da kann man dann auch hingehen und sich gutes Equipment holen, mit dem man dann auch vor allem Spaß hat. Natürlich könnt ihr euch eine billige Airbrush holen und damit erstmal reinstarten. Das ist jetzt nicht unbedingt super falsch. Aber was ihr auf jeden Fall machen werdet, ist eure Fehler dann auf die billige Airbrush abwälzen und sagen, ja gut, das Sprühbild ist jetzt nicht so gut, weil es ist ja auch nur eine 20 € Airbrush und so weiter. Das heißt, es ist zu einfach, sich selber nicht die Fehler einzugestehen. Startet also am besten direkt vielleicht nicht mit der teuersten Airbrush, aber schon mit einer guten. Weil letzten Endes ist das Hobby doch unsere Freizeit und in unserer Freizeit wollen wir Spaß haben und nicht ständig mit irgendwelchen Makeln von einer billigen Airbrush geplagt werden. Für den Anfang empfehle ich immer Harder & Steenbeck. Das ist so ziemlich meine Lieblingsmarke und die machen wirklich verdammt gute Airbrushes und haben auch welche in so einem 80 € bis 160 € Preissegment, also die Ultra oder die Evolution. Und die sind wirklich für den Anfang richtig, richtig gut und damit werdet ihr garantiert sehr viel Spaß haben. Ich persönlich benutze die Harder & Steenbeck Infinity CR Plus 2-in-1. Die ist ein Preissegment höher, aber mit der komme ich persönlich am besten klar. Kommen wir also jetzt zu einer kleinen Glaubensfrage. Und zwar, welche Düse sollte ich eigentlich benutzen? Vorab, das ist eigentlich dir komplett selbst überlassen, denn jede Düse hat andere Eigenschaften und jeder nimmt die eigentlich anders wahr. Schauen wir uns also mal die gängigsten Größen für das Miniaturenmalen an. 0,15 mm, 0,2 mm und 0,4 mm. Die sehen jetzt nicht wirklich unterschiedlich aus, aber das sind sie. Je kleiner die Düse, desto feiner ist die Farbe, die austritt. Jetzt rennt aber nicht direkt los und kauft euch 0,15 mm Düsen, denn die haben auch Nachteile. Einerseits verstopfen die mega, mega leicht, wenn da so ein kleines Acryl-Sandkorn, sage ich jetzt mal, reinkommt, dann ist die schon direkt dicht und ihr dürft die sauber machen. Also muss man echt die Farbe mega stark verdünnen. Und da ist wiederum das Problem, wenn man zu stark verdünnt, dann ist das eigentlich nur so farbiges Wasser, das da rausschießt und man hat gar keinen Effekt. Zusammengefasst eignet sich also die 0,15 mm Düse sehr gut für Detailarbeiten und beispielsweise der Maler Angel Girardes, der benutzt auch nur die 0,15 mm Düse. Kommen wir also zur 0,2 mm Düse.
Für mich ist das so ein ziemlicher Allrounder, weil einerseits kann man damit sehr gut feine Arbeiten sprayen, aber auch gleichzeitig grundieren. Wichtig ist, die ist nicht so fein wie die 0,15 mm Düse, die ist schließlich 25% feiner und das merkt man schon. Allerdings kann man da wirklich auch mal gut, wenn ich sag jetzt mal so ein Sandkorn in der Nadel drin ist oder in der Düse, dann kann man das auch teilweise mit viel Druck rausschießen und man muss halt nicht so oft sauber machen. Abschließend also die 0,4 mm Düse. Die ist natürlich die gröbste, allerdings kann man mit der trotzdem auch noch feine Arbeiten machen, aber Augen und so weiter werden echt recht schwierig. Dafür ist sie wirklich sehr anfängerfreundlich, weil selbst wenn die Farbe etwas dicker ist, dann könnt ihr die trotzdem durchsprayen, also ist sie sehr, sehr gut für so Grundschichten und echt grobe Arbeiten. Das ist jetzt wieder das Merkwürdige am Airbrushen. Letzten Endes kann man jede Düse für praktisch jede Arbeit benutzen. Es kommt nur darauf an, wie sehr man daran gewöhnt ist. Beispielsweise habe ich hier diese Margariba Guard von Infinity the Game aus Versehen mit der 0,2 mm Nadel gesprayt. Eigentlich benutze ich immer die 0,15 mm Nadel, nur irgendwie war an dem Tag halt die 0,2er drin und anstatt zu denken, Mann, da ist jetzt aber gerade vom Detailgrad, vom Sprayen her ist das gerade richtig doof, habe ich mir nur gedacht, also das Weiß sprayt sich heute aber ziemlich gut. Genauso könnt ihr Space Marines einfach mit einer 0,4 mm Düse sprühen. Das ist überhaupt kein Problem und ist eher Gefühlssache und hängt auch so ein bisschen von der Technik ab. Dann noch eine kurze Sache zum Kompressor. In der Regel sprühe ich mit 1,8 Bar. Das kann ich hier an diesem Regler einstellen. Wie alles beim Airbrushen, wie ihr vielleicht bereits gemerkt habt, ist das auch nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, es gibt manche Farben, die brauchen sehr viel mehr Druck, um ein ordentliches Sprühbild zu erzielen und manche hingegen brauchen einfach viel, viel weniger. Das sind einfach Erfahrungswerte, die müsst ihr da selber sammeln. Aber 1,8 Bar, das ist so, ja stell dich vor, das ist der 3 plus Safe des Airbrushens quasi. Damit könnt ihr eigentlich fast alles erstmal von Grund auf angehen und es wird nicht komplett schlecht sein. Ja, bla bla bla. René, können wir jetzt bitte endlich mal anfangen zu sprühen? Ja, ja, das kommt jetzt auch gleich. Nun glaub mir, wenn du jahrelange Frustration vermeiden möchtest, dann musst du die Basics kennen. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Kommen wir also zur Reinigung. Das ist zwar das unspannendste Thema überhaupt, aber auch gleichzeitig das Wichtigste. Denn ganz ehrlich, ihr wollt ja nicht, dass eure 200€ Airbrush so ein One-Use-Only-Ding wird. Das heißt, ihr müsst genau wissen, wie ihr die Airbrush auseinanderbaut und wie man die reinigt. Das sind wirklich nicht viele Teile und ich bin mir echt sicher, wenn ihr Figuren basteln könnt, dann könnt ihr auch eine Airbrush auseinander und wieder zusammenbauen. Farbe kann sich wirklich in jeder Ecke sammeln und kann dazu führen, dass Airbrushen wieder das absolut nervigste überhaupt wird. Bauen wir also mal meine Infinity auseinander. Schaut, dass ihr die Nadel vorne herauszieht, da ihr sonst Farbe durch das gesamte Gehäuse schleift. Hier sind alle Teile, die in der Regel sauber gemacht werden müssen. Allem voran die Düse. Dort wird die Farbe durchgeschossen und deshalb ist hier meistens auch das Problem. In der Regel sind das irgendwelche Farbklümpchen, die man halt herauspopeln muss. Das kann man einfach vorsichtig mit der Nadel machen, es gibt aber auch so Reinigungssets dafür. Ich habe das jetzt gerade nicht, deswegen mache ich das sehr, sehr vorsichtig mit der Nadel. Drückt die Nadel auf keinen Fall zu fest ein, sonst dehnt ihr euch vorne die Düsenöffnung. Sonst habt ihr plötzlich aus einer 0,2 Düse eine 0,4 gemacht. Ansonsten gibt es eigentlich nur noch das Innere vom Gehäuse und insbesondere dieses kleine Loch da. Und wenn das mit Farbresten zu ist, dann passiert Folgendes. Ich benutze noch zusätzlich einen Ultraschallreiniger, der nimmt einen schon mal eine Menge Arbeit ab. Anstatt Wasser fülle ich den einfach mit Airbrush Cleaner und lege da die Pistole ein. Unser Setup zum Sprayen sieht also so aus. Wir haben den Kompressor, die Airbrush-Pistole, eine Halterung für die Airbrush, in der man dann auch die überschüssige Farbe aussprühen kann, einen Schrottpinsel, einen Wasserbecher, Küchenrolle, Schottgläser und eine Absauganlage. Wenn ihr da etwas handwerklich begabter seid als ich, könnt ihr sogar hingehen und einfach so eine Dunstabzugshaube von einer ganz normalen Küche nehmen und einbauen und die sind wirklich verdammt gut dafür. Und dann haben wir natürlich noch den Airbrush-Thinner, Glasreiniger, unsere Farben und natürlich die Schutzmaske. Die ist super wichtig, weil ganz ehrlich, wir arbeiten zwar jetzt nicht mit Lacken oder mit Enamel oder sonst irgendwas, sondern mit Acryl auf Wasserbasis. Das heißt, man kann die Farben sogar essen, aber trotzdem wollen wir da nicht die ganze Zeit den Feinstaub einatmen. Jetzt, wo wir so ein bisschen die Basics kennen, fangen wir doch mal an, so ein Space Marine anzusprühen. Ich benutze hier eine 0,15 mm Düse. Das funktioniert aber letzten Endes mit allen, also nehmt einfach, womit ihr am besten klarkommt. Als allererstes nehmen wir also erstmal unseren Grundton
Und da kommt schon die erste Hürde, und zwar, wie verdünne ich das jetzt richtig? Verdünnen tun wir die Farbe in einem Shotglas. Das mache ich, um euch einerseits zu zeigen, wie die Konsistenz auszusehen hat. Andererseits solltet ihr das am Anfang auch tun, damit ihr das Mischverhältnis seht, bevor ihr sie in die Airbrush tut. Desto näher ihr mit der Airbrush rangeht, desto feiner sprüht ihr. Allerdings ist die Chance, Fehler zu machen, auch dementsprechend höher. Geht ihr also mit der Pistole zu nah ran und der Druck ist zu hoch oder ihr gebt zu viel Farbe, indem ihr den Hebel zu weit nach hinten zieht, passiert das. Ist die Farbe zu dünn und ihr geht zu nah ran, passiert Folgendes. Ihr müsst also wirklich ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Pistole in Kombination mit der Farbe und dem Luftdruck verhält. Normalerweise sollte man, wenn man sprüht, den Hebel nicht zurückschnellen lassen, sondern langsam wieder in die Ursprungsposition bringen. Das verhindert, dass sich an der Nadel übrige Farbe sammelt, die beim nächsten Mal Luft geben erstmal richtig auf die Figur rotzt. Da ich diese Info aber nie hatte, habe ich mir angewöhnt, mit einem Luftstoß dann immer die Nadel einmal frei zu machen. Gewöhnt euch aber bitte die allererste Variante an, weil das ist einfach so, wie man es richtig macht. Ab dem Punkt, wo ihr Highlights oder Schatten sprüht, müsst ihr echt aufpassen, wie ihr eure Airbrush handelt. Bitte geht niemals hin und zieht den Hebel nach ganz hinten. Macht das, wenn überhaupt, nur, wenn ihr die Farbe aussprühen wollt. Damit habt ihr einfach so unkontrolliert viel Farbe auf dem Modell und da kann alles passieren. Und auf jeden Fall ist es nicht präzise. Versucht wirklich, die Nadel nur sehr, sehr wenig nach hinten zu ziehen. Minimal. Testet vorher an eurer Hand, Handschuh oder Base, irgendwas, was halt gerade in der Nähe ist und nicht die Miniatur. Wir wollen keinen Strahl, wir wollen kleine, gezielte Sprühstöße. Um die Farbe in der Airbrush zu wechseln, reicht es meistens aus, einfach die Restfarbe leer zu sprühen und dann die neue einzufüllen. Falls ihr jetzt aber einen krasseren Farbwechsel macht, also zum Beispiel von Rot auf Weiß, dann schießt auf jeden Fall einmal Froschreiniger vorher durch, weil sonst habt ihr permanent irgendwie so ein bisschen Pink. Viele Leute denken immer, dass Airbrush-Arbeit super schnell geht und sehr einfach ist. Aber gute Airbrush-Arbeit dauert echt lange und ist echt schwierig. Also, und das müsst ihr auch in eurem Hinterkopf behalten. Wenn ihr also eine Airbrush benutzt, dann denkt nicht, boah, ich mach das jetzt und das ist voll schnell fertig und dann zack, 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 weil dann wird das auch nichts. Natürlich erleichtert eine Airbrush einige Schritte enorm. Aber trotzdem braucht es ziemlich viel Zeit und vor allem Übung. Wenn ihr euch also eine Airbrush gekauft habt, dann habe ich jetzt eine erste Hausaufgabe für euch. Nehmt einfach etwas Karo-Papier und versucht dann mit der Airbrush wirklich nur in die Kästchen reinzusprühen und nicht über die Linien zu kommen. Das sieht jetzt vielleicht zuerst einfach aus, ist aber eine echt verdammt gute Übung, um ein bisschen Präzision zu lernen. Im Endeffekt waren das jetzt so die Basics des Airbrushens, zumindest so, wie ich es tue und wie ich mir früher gewünscht hätte, das schon eher gewusst zu haben. Gebt dem Ganzen wirklich eine Chance. Die Airbrush ist ein unfassbar geniales Tool, gerade um andere Techniken zu lernen und so ein bisschen den Horizont des Miniaturenmalens etwas zu erweitern. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein wenig neues Wissen vermitteln. Und falls ihr Fragen habt, dann schreibt die doch einfach unten in die Kommentare und ich versuche sie so gut es geht zu beantworten. Falls ihr euch also jetzt selber eine Airbrush zulegen wollt, dann habe ich alles Nötige dafür unten in die Beschreibung verlinkt. Vor allem Starter-Sets von unserem Partner PK Pro, da könnt ihr mit einem Klick anfangen und kauft definitiv das Richtige. Und wenn ihr dann auch noch ein paar neue Miniaturen zum Airbrushen benötigt, dann schaut doch mal beim Taschengelddieb vorbei. Der Link ist ebenfalls unten in der Beschreibung. Also dann, bis zum nächsten Mal.